Ich hatte ja angekündigt, dass ich ein Foto, ein Tutorial machen will für 360 Grad Sphären. Heute sind endlich ideale Bedingungen, sprich der Himmel, wie ihr seht, gibt ein bisschen was her. Die Wolken ziehen nicht zu schnell, weil sonst ändern sich die Lichtbedingungen zu sehr. Dann ist es auch ein bisschen schwierig. Und ja, es ist windstill, das heißt, die Drohne kann sauber arbeiten. Was der Plan ist, ist letztendlich eine Mischung aus automatischem Panorama und Einzelaufnahmen, die wir noch selber erstellen, weil der neue Gimbal, hier, der kann ja hochkant von der Mini 3 und das ist sehr gut, weil damit decken wir tatsächlich den ganzen Himmel ab. Nachher wird das Ganze zunächst mal in Lightroom editiert und im nächsten Schritt dann in PTGUI zu einem vollständigen Panorama zusammengefügt, das dann wirklich auch mit den entsprechenden Einstellungen und das wäre das finale Ziel in Facebook zum Beispiel hochgeladen werden kann, sodass der Betrachter diese 360-Grad-Aufnahme hat. Und da nehme ich euch jetzt mal mit und zeige euch die Einstellungen, die ich an der Drohne mache, beziehungsweise in der Fly-App und dann, wie es dann auch weitergeht in der Software. Ich versuche es einfach zu halten. Also viel Erfolg dann euch dann auch beim Nachmachen. So, die Drohne ist nun in der Luft und wir können mit dem Panorama beginnen. Was ich zunächst mache, kann ich nur empfehlen. Ich gehe quasi oben auf die drei Punkte und gehe bei Steuerung tatsächlich beim Gimbal, bei den erweiterten Gimbal-Einstellungen, beim Sportmodus so weit, dass ich die Nickgeschwindigkeit und vor allem die Giergeschwindigkeit auf Null stelle. Das mache ich deswegen, weil ich dann dadurch nachher die manuell erstellten Bilder relativ schnell zack, zack, zack durchmachen kann. Dann tue ich mir da leichter. Zudem bin ich unten, habe ich mir den Kompass einblenden lassen auf der linken Ecke und wie ihr seht, wenn ich jetzt drehe, und das mache ich auch immer ganz gern, mache ich den Startpunkt möglichst genau auf Nord, weil dann habe ich zusätzlich zu der Orientierung, die ich habe, noch einen weiteren, also die Orientierung, die ich habe mit den Kreuzlinien, die ihr euch übrigens auch einblenden lassen solltet. Zeige ich nochmal schnell wie. Sehr einfach, bei Kamera sind hier die Gitterlinien. Ne? Also das Kreuz mache ich immer und vor allem die Ein-Drittel-Regel. Die ist ganz gut. Wenn ihr die dann drin habt, könnt ihr mit denen super euch orientieren. Drohne Richtung Norden ausrichten, finde ich persönlich eben am besten, weil dann habe ich unten am Kompass auch Orientierung, wo ich mich befinde. Und dann geht's los, ist ganz wichtig, die Drohne auf manuell zu stellen, beziehungsweise in den Pro-Modus. Ich nehme mir einen Weißabgleich. Da kann man eigentlich einmal auf Automatik gehen, dann Automatik wieder wegklicken und erfahrungsgemäß, ich gehe immer ein bisschen mehr hoch in die Wärme. Und bei der anderen Einstellung ISO lasse ich auf 100. Die Verschlusszeit, das sehe ich jetzt schon, das ist mir zu hell. Ich versuche mich eher an den Wolken zu orientieren, am Himmel und gehe quasi runter, runter, runter. Ja, sogar vielleicht noch ein bisschen. Also lieber ist es unten zu dunkel und mir brennen die Wolken nicht aus. So, ich denke, das könnte ganz gut funktionieren. Das merke ich mir. Wir haben jetzt quasi eine 1 zu 1250 Sekunde bei ISO 100 und der Weißabgleich steht bei 7200. Das ist ganz wichtig, weil die Drohne übernimmt das leider nicht automatisch. Wenn ich jetzt wechsle in den Panorama-Modus, seht ihr schon, dann ist wieder leider alles anders. Das heißt, hier gehen wir auch noch mal rein. Gehen hier auch wieder auf die 1 zu 250. Und beim Weißabgleich einmal kurz automatisch, na, dann ziehen wir hoch auf die 7200. Na, leider ein bisschen frickelig, aber erfahrungsgemäß macht es das einfach einfacher. So, jetzt haben wir es. Das merkt er sich jetzt für beide. Und jetzt können wir ganz easy in erstmal ganz kurz ein automatisches Sphärenpanorama, ne, also diesen Globus machen lassen. Das machen wir jetzt auch. Das geht inzwischen ja Gott sei Dank sehr schnell.
Nachdem das Ganze berechnet wurde und fertig ist, wechseln wir jetzt in den normalen Fotomodus wieder. Und stellen die Kamera hochkant. Ich mache das hinten mit dem Knopf, das kann aber jeder machen, im Prinzip wie er will. Und nun bewege ich den Gimbal in die 45 Grad Position, also nicht 45 Grad, in diese, also hier so in die Mitte rein ungefähr, vielleicht sogar noch ein bisschen höher, sodass ich unten die Baumreihe noch drauf habe. Jetzt ist es schön, dass ich links im Eck diese Nordseite habe. Ich gehe auch, ich nehme den Autofokus auf unendlich und dann mache ich einfach Bild, Bild für Bild. Die Einstellungen eben dieselbe, wie das Panorama hatte. Bam. Und dann drehe ich mit dem Gierknüppel und zwar immer so, dass das, was zunächst unten an dieser Zweidrittellinie auf der rechten Seite, an der rechten Linie war, dann an die linke Linie kommt. Zack. Also ihr seht diesen kleinen Baum oder diesen und den lasse ich jetzt nach da. Zack. Jetzt ist rechts wieder so ein leicht lockerer Baum, den nehme ich jetzt nach links. Sinn des Ganzen, dann habe ich genügend Überlappung. Und so mache ich das jetzt einmal rundherum. Das dauert ein bisschen. Und links am Nordpfeil erkennt ihr eben schön, wie sich die Drohne dreht. Und ihr wisst dann auch, wenn wenig Orientierungspunkte in der Landschaft sind, wie die Drohne sich gerade befindet und wann ihr einmal rum seid. Und beim Sportmodus, wenn ich den jetzt noch einschalten würde, habt ihr eine sehr präzise und schnelle Drehung und die Drohne bleibt auch dann wirklich schön stehen. Das ist der Vorteil vom Sportmodus, habe ich jetzt erstmal tatsächlich falsch gemacht. Also was heißt falsch, aber es geht einfacher so. So, nun sind wir einmal rundherum. Gehen mit dem Gimbal nun ganz nach oben und machen das gleiche noch einmal. Hier wird es jetzt schwieriger mit der Orientierung, aber auch hier helfen diese Gitterlinien, dass man immer das, was zum Beispiel in diesem unteren rechten Kreuzpunkt ist, ich dann in den unteren linken Kreuzpunkt reinnehme. Ist eben nicht mehr ganz so einfach und das zeigt jetzt auch, warum es ganz gut ist, wenn man Wolken hat, weil sonst hat man überhaupt keinen Orientierungspunkt mehr und auch die Software braucht hier nachher etwas. Und dann gehen wir jetzt einfach zu Hause an den Rechner. Vorher landen wir die Drohne vielleicht auch noch und gucken mal, wie es weitergeht. Und wie ihr seht, habe ich jetzt bereits mir einen Ordner gemacht und hier habe ich alle RAW-Bilder, die ich zuvor aus, hier aus dem Panorama-Bereich. Das macht die Drohne automatisch, wenn man RAW und JPEG anlegt. Das ist übrigens wichtig, habe ich vorhin zu vergessen zu sagen, unbedingt beides auswählen, RAW und JPEG. Und dann kann ich mir die RAWs nehmen, kann die hier reinziehen. Hier unten sind die automatischen, da überall Pano dran steht. Und hier oben sind dann noch die, die ich selber erstellt habe, die hochkant erstellten. Plus dann noch drei Bilder, die ich so gemacht habe, die habe ich aber jetzt rausgelassen. Wenn ich dann in Lightroom wechsle, habe ich hier mal als erstes das Resultat, also ich habe die jetzt in Lightroom importiert, die Bilder, habe jetzt das Resultat, was mir DJI direkt ausspuckt. Und wie gesagt, das Thema ist ja hier oben, fehlt mir halt leider der Himmel, was echt schade ist, ne, weil das wäre eigentlich ein schönes 360-Grad-Panorama. Für einen Tiny Planet oder eben so eine Rundumsicht in Facebook, wie wir es jetzt vorhaben. Aber das fehlt leider. Was wir jetzt machen ist, wir bereiten diese Bilder vor für PTGUI. PTGUI ist quasi ein 360-Grad-Erstellungsprogramm. Das funktioniert leider in Lightroom nicht so sauber, wie man sich das wünscht. Und da geht jetzt jeder anders vor. Ich mag es ganz gern, damit nachher die Datenmengen nicht so groß sind, das Ganze erstmal als JPEG zu exportieren, also erst bearbeiten, dann als JPEG exportieren und nachher nur noch mit dem JPEG weiterzuarbeiten und dann vielleicht Feinanpassungen zu machen. Deswegen gehe ich hier auf das erste Bild und gehe hier mal auf die Einstellungen. Ich habe mir selber ein Preset gemacht. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht ideal hier, aber ich nehme das mal. Warum? Ist ganz einfach, das hatte ich in einem anderen Video schon erklärt. Hier unten habe ich mir die Phantom 4 bei den Objektivkorrekturen ausgewählt und da kann ich die Vignettierung, die normalerweise so stark wäre, komplett wegnehmen, beziehungsweise ich mache so ein Mittelding.
Das ist noch eine Schwäche von der Mini 4, von der Mini 3. Die kann da leider, die macht da leider ein bisschen zu viel Vignette rein. Die Farben, ja, passt. Kann man notfalls nachher auch noch ein bisschen anpassen, wenn man will. Wieder hier, ich habe halt diverse Regler ein bisschen hin und her geschoben, ne? Also so wie es einem gefällt. Einfach bei so einem einzelnen Beispielsbild, wo man vielleicht ein bisschen Boden drin hat, auch was Teile vom Himmel, dass man so ungefähr sieht, wo kommt man raus. Können mal, weil wir schon gesehen haben, die Lichter sind ein bisschen überbrannt. Wir nehmen mal die Lichter noch ein bisschen mehr zurück und vielleicht die Tiefen noch ein bisschen höher, damit es nicht ganz so dunkel wird. Das Ganze nehme ich jetzt einfach her und sage, Steuerung Alt um, kopiere alles. Ich muss da eigentlich gar nicht viel kopieren. Ich nehme einfach alles, wie es ist, sage kopieren. Und dann wichtig, ich markiere mir alle anderen Bilder, auch die selbstgemachten. Und dann mit Steuerung, Shift und V füge ich das in alle anderen Bilder mit ein. Hier oben sieht man jetzt den Balken laufen. Das geht Gott sei Dank auf meinem Rechner relativ zügig. Deswegen werde ich das Video jetzt an dieser Stelle auch nicht sonderlich abkürzen. Wenn das dann gerechnet ist für diese Bilder, also das ist jetzt auch schon eine ganze Menge, dann schnappe ich mir die. So, jetzt ist er fertig. Dann schnappe ich mir einfach alle, also inklusive hier diesen vordersten. Zack, rechte Maustaste, nein, Blödsinn. Und hier oben auf Exportieren. Und jetzt nehme ich wirklich die 100%ige Größe in 100%iger Qualität und schicke die raus. Habe hier unten hier meinen Tutorial-Ordner. Da mache ich mir jetzt noch schnell einen neuen Ordner. Das hatte ich nicht vorbereitet. Nehme das jetzt einfach mal JPEG. Und sag, er soll die hier in JPEG raus exportieren. So, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Ich kürze das an der Stelle ein bisschen ab. Und sobald die draußen sind, melde ich mich quasi zurück. So, Lightroom ist soweit fertig. Jetzt schauen wir mal kurz in den Explorer, ob wir wirklich in JPEG, genau. Wir haben jetzt einen ganzen Berg an JPEG-Bildern und können nun schauen, ob das, was wir da so vorhaben, auch wirklich funktioniert. Ich öffne jetzt PTGUI. Wie gesagt, leider eine kostenpflichtige Software, aber von der Bedienung her, wenn man es mal durchstiegen hat und nicht alles macht, was es kann, relativ einfach. Ich habe die Pro-Lizenz, geht aber soweit auch mit der normalen. Als ersten Schritt müssen wir natürlich Bilder laden. Gehen wir wieder unten zum Ordner und schnappen uns einfach mal alle Bilder, die wir da so drin haben. Öffnen. Dann zieht er uns die jetzt so rein. Er sagt, merkt jetzt auch schon, aha, da ist eine Mischung aus Hoch- und Querformatbilder, aber die Hochformatbilder hat er also auf jeden Fall richtig angeordnet und die Querformatbilder stimmen auch. Das ist, können wir mal erstmal checken. Notfalls könnte man hier einzelne Bilder noch drehen. Wenn ich jetzt hier auf Bilder ausrichten gehe, das kann man gleich mal als erstes machen, öffnet sich wieder ein weiteres Fenster mit einer Vorschau der ganzen Geschichte, wie es nachher wird. Dauert nur kurz, das geht. Gott sei Dank echt auch relativ zügig. Und sehe da, wir haben ein fertiges Bild. Er rechnet noch ein bisschen, er optimiert noch ein bisschen mit unserem kompletten Himmel hier oben drauf. Wir könnten jetzt hier oben an dieser Stelle mehr Projektionen, auch zum Beispiel den Tiny Planet uns auswählen, wenn uns das gefallen würde. Aber brauchen wir jetzt nicht. Ich kann es ja mal zeigen. Ja, zack, hätten wir den Tiny Planet, den könnten wir jetzt hin und her schieben, wie wir wollen. Wir nehmen aber nur Equirectangular. Und dieses Bild können wir eigentlich, so wie es ist, schon verwenden. Er rechnet noch ein bisschen rum. Was immer Sinn macht, ist eventuell noch hier den Optimierer zu drücken, linke Hand. Und wir picken uns hier einfach immer so in der Mitte ein paar Bilder raus. Und man sieht schon, aha, das passt, ist ganz gut. Von der zweiten Reihe auch irgendwas. Das passt auch, ist auch ganz gut. Und dann nehmen wir noch hier aus dem dritten Schwung, nehmen wir auch noch einen.
ist auch ganz gut. Und wir können hier noch bei der Belichtung, hier mit den Einstellungen, könnten wir noch mal ein bisschen einstellen, Helligkeit optimieren, wenn es denn nötig wäre. Das würde ich eigentlich so lassen, nur wenn nötig, beziehungsweise sogar deaktivieren, weil wir haben eigentlich die Bilder angepasst, aber eigentlich eine ganz schlaue Hintergrund. Weißabgleich brauchen wir nichts machen. Objektivflare in dem Fall eigentlich auch nicht. Vignettierung optimieren, das würde ich eingeschaltet lassen, falls wir drüben in Lightroom die Vignette nicht so richtig schön hingekriegt haben. Und dann sagen wir einfach mal okay. Dann sagen wir hier auf jetzt optimieren. Dann ändern sich hier die Kurven nochmal ein bisschen. Können wir uns nochmal das Vorschaubild anschauen. Da hat sich jetzt nicht wirklich so viel geändert. Letztendlich gehen wir dann raus und gehen auf Panorama erstellen. Und jetzt ist es ganz wichtig. Wir können jetzt hier oben natürlich sagen, 100% der optimalen Größe. Bei JPEG geht das auch. Also das wird nachher ein JPEG, das so groß ist, dass Lightroom damit umgehen kann oder Photoshop. Wir können deswegen also quasi hierher gehen und können sagen, wir wollen auch die JPEG-Qualität auf 100%. Machen die auf 100%. Lassen den Exportordner, das passt, das ist quasi da, wo die JPEG-Bilder her sind. Wir könnten an dieser Stelle bereits hier die Breite auf 8000 legen. Dann hätten wir schon dieses Format, was nachher auch Facebook braucht. Aber wir lassen es jetzt mal so, weil wir machen nochmal am Schluss nochmal eine Kontrolle in Lightroom, ob alles passt. Aber wir können es an dieser Stelle abkürzen, wenn man möchte. Genau, und jetzt müssen wir einfach nur noch auf Panorama erstellen drücken. Und dann wird dieses Panorama auf die Schnelle zusammengefügt. Das geht eigentlich relativ fix. Und wir bekommen ein fertiges JPEG. Das schauen wir uns jetzt mal in Lightroom wieder an. Wir gehen zurück in Lightroom. Sagen hier Fotos hinzufügen. Suchen. Die befinden sich ja hier unten in diesem 360 Tutorial JPEG-Ordner. Da ist dieses Panorama JPEG. Einmal für Import. Und ein Foto hinzufügen. So, siehe da. Das war das, was Lightroom, was DJI produziert hat. Und das ist das, was wir jetzt produziert haben. Dauert jetzt noch ein bisschen, ist noch ein bisschen pixelig, zack. Aber wir haben den ganzen Himmel. Wenn wir wollen, können wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen die Tiefen noch mal hochziehen und die Lichter noch mal ein bisschen runter, um mehr Struktur in den Himmel reinzubekommen. Ja, da kann man sich jetzt natürlich noch mal ein bisschen austoben. Mit uns entfernen, kann man vielleicht noch ein bisschen was machen. Aber letztlich, da kann man dann jetzt selber entscheiden, wie man möchte und was man jetzt noch unbedingt braucht oder so. Um jetzt dieses Foto in Facebook direkt ein oder zu verwenden zu können, gehen wir hier oben bei den Exporteinstellungen einfach auf die benutzerdefinierten Einstellungen und wählen hier eine lange Seite von 6000 Pixel. Qualität würde ich ein bisschen runtergehen, weil das Bild darf maximal leider nur eine Dateigröße von 18 Megapixeln haben und das könnte dann relativ schnell eng werden. Wir machen originale Dateibenennung, das ist eigentlich relativ egal, niedrige Bildschirmschärfe und sagen ein Foto exportieren. Das lege ich jetzt wieder mir einfach hier in diesen Ordner rein. Kann ich hier ganz oben auswählen. Jetzt wird das Bild exportiert. Das dauert jetzt natürlich auch wieder ein kleines wenig, aber ist schon da. Schauen wir mal. Genau. Haben wir hier 13 MB, das heißt, das passt, das müsste eigentlich funktionieren. Jetzt gehe ich einfach schnell in meinen Facebook-Account. Wir können nun dieses Foto auf Facebook laden. Dazu müssen wir es einfach nur uns schnappen, öffnen. Und theoretisch mit Edit könnte man noch einen Startpunkt wählen. Das lasse ich jetzt mal weg. Ich sage einfach nur Posten. Und sehe da, wir haben ein fertiges dreidimensionales Bild. Reinklicken. Alles da. Himmel da. Und ohne jetzt eben oben diesen lästigen grauen Rand. Schön rumgehen.
Alles da drin, alles wunderbar. Genau. Und das funktioniert dann auch am Handy mit rauf und runter drehen. Genau. Wunderbar. Ja, ich hoffe, dieses Tutorial, auch wenn es etwas länger war, hat euch vielleicht ein bisschen geholfen. Natürlich kann man das so oder so machen mit den DNGs, dann in PTGUI oder wie auch immer. Aber der Weg hat sich für mich eigentlich ganz gut bewährt. Und ja, mit dem fertigen 360-Grad-Bild kann man ja natürlich nicht nur in Facebook, sondern alles Mögliche machen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir natürlich ein Like da und abonniert und ja, das übliche Klimbim natürlich. Und gerne in die Kommentare schreiben, was fehlt, was besser wäre, eure Tipps und Tricks dazu, was macht ihr, wenn ihr das so ähnlich bearbeitet. Und gerne auch Wünsche äußern, was ihr sonst gerne noch sehen würdet. Also dann viel Spaß und probiert es einfach mal aus.